So, und da sind wir wieder bei Resident Evil Revelations im Fahrstuhl. Wir müssen natürlich das Ganze gerade nochmal kurz spielen, weil wir letztens einen Aufnahmestopp gemacht hatten. Genau. Und falls es sich ein bisschen überschneidet, ist ja nicht so wild. Mhm. Wir haben Bock, Annie spielt wieder. Ja, ich spiele. Kannst du bitte nochmal die Waffe zur Pistole wechseln? Natürlich. Sehr gut. Immer gerne. Ah, der hat nicht eine normale Pistole, ne? Der hat nur 7 Schuss. Das muss ein bisschen eine fettere Knarre sein. Das ist ja Wurst. Es gibt ja kleinere Magazine. Das ist aber, guck mal, es laggt total. Ja. Jetzt nicht mehr. Das ist vielleicht wegen, weil du in so einem engen Raum bist. Die Framerate sieht ganz gut aus eigentlich. Ja. Hoffentlich. Hummer essen. Ach doch, ruckelt gleich wieder ein bisschen, ne? Ja. Vielleicht müsste ich doch nochmal umstellen. Ja, es ruckelt vor allen Dingen mehr als am Anfang. Echt? Findest du? Ja. Am Anfang ist mir das nicht so aufgefallen, beziehungsweise hat es mich nicht so gestört. Ich finde das jetzt schon irgendwie schon viel, aber es ist nicht so schlimm. Nö, ich kapiere das aber gerade nicht, warum das so ist. Aber das klären wir dann nochmal alles ab. Fand ich, hätte man genau bis dahin spielen können, ne? Ja. Tolle Wurst. Das ist doch der Chris. Ja, nee, das ist er. Aber ich dachte auch gerade, das wäre Chris. Aber das ist er, tatsächlich. Ach so, der Fatty Bang. Ach, die sind in Raccoon City. Der sieht dem Chris ein bisschen ähnlich, tatsächlich. Ja. Bloß halt in dick und längere Haare. Hier, die sind in Raccoon City und jetzt wird Dings abgefeuert. Ach, das ist kurz bevor das zerstört wurde, oder wie? Ah, jetzt setzt sich auch die Story so ein bisschen zusammen, ne? Also spielt das nach der Zerstörung von Raccoon City. Das ist ja sowieso mit den Resident Evil Teilen, wenn du das mal chronologisch einordnen willst, die ganzen Teile, da hast du schon was zu tun. Oh ja. Manche Teile spielen ja parallel, dann doch davor und doch danach. Und furchtbar. Die Stadt ist so hell. Was für eine Erkenntnis. Aber eigentlich wundere ich mich gerade, ob das wirklich Raccoon City ist, weil in den früheren Spielen, sage ich jetzt mal, sah es nicht so aus. Keine Ahnung. Aber da ist ja dann auch. Nee. Irgendeine andere Stadt. Irgendeine Stadt ist das. Und ist Raccoon City nicht eigentlich schon zerstört zu diesem Zeitpunkt hier? Ich weiß nicht, wann das spielt. Okay. Tara. Stimmt, das war auch in diesen Nachrichten. Mhm. Genau, es ist nicht Raccoon City, das ist ja schon weg. Da sind wir ja durch. Ja, total cool. Willst du den nächsten Part auch noch spielen? Naja, jetzt sitze ich hier am Steuer. Ja, gut. Nö, passt schon. Speicher machen. Ich fress lieber noch ein bisschen Nüsse. Genau. Der Rolf futtert jetzt geiles, die Nüsse, die ich mit dir brauche. Geiler Saft. Oh ja. Ah, die Bratensoße. Also. Oh. Weiß aber gar nicht, warum das ruckelt. Es hat sonst nie geruckelt dann mehr. Das ärgert mich gerade tatsächlich komisch, ne? Ein bisschen. Wollen wir in den Optionen mal noch irgendwas verstellen? Nö, wir gucken jetzt erstmal, ob das ist. Gehen Sie sorgsam mit Ihrer Munition. Ja, das kann man ja auch, wenn man von 10 Huntern gleichzeitig angesprungen wird, ne? Ja. Geht total. Ah, hier sind wir wieder bei Madame. Genau. Raymond, du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Ist auch immer, dass die immer die ganzen Bösewichte sozusagen gehen lassen. Ja. Ne, das ist ja gar kein richtiger Bösewicht anscheinend. Nee, aber jetzt so, das ist ja immer sie so. Also auch auf diesem Schiff. Das ist ganz komisch, ne? Was ist hier los? Ruckelt jetzt? Nee, ne? Nee. Siehst du? Stimmt. Kannst du mal ganz kurz bitte die Waffen durchschalten? Hat sie andere Waffen? Nee, stimmt, wir hatten ja die Schrotflinte nicht gefunden. Brücke durchsuchen. Okay, dann gehen wir mal hinter Fetti für die Fettfett her. Hä? Nee, die Brücke durchsuchen. Du gehst jetzt von der das Brücke weg? Das gehört doch hier mit dazu. Meinst du? Naja, natürlich. Naja, gut. Wir haben doch letzte Mal schon die ganze oben die Brücke untersucht. Ja, vielleicht so, ist da jetzt Scan. Was.
Ach, ah, wir können ja wieder. Jetzt können wir wieder scannen, ey, das habe ich schon wieder ganz vergessen. Geile Scheiße. Geiler Saft. Lass das doch mal. Der gute alte Saft. Ich sehe nicht. Das ist vielleicht irgendwo anders. Haben wir oben schon? Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht ja, oben haben wir noch nicht gescannt, oder? Nee. Hier ist nichts. Vielleicht genau über uns halt. Ja. Ach schön, ja, unsere liebe Jill. Genau, wie sie automatisch Taschenlampe anmacht. Hä? Nee, hier ist nichts. Das muss doch ein Handabdruck. Von wem auch immer. Hast du den jetzt komplett gescannt eigentlich? Das war's nämlich auch. War ein bisschen komisch, ne? Nee, aber er ist doch weg. Na gut. Dann war das unten doch tatsächlich. Muss ich vielleicht mich anders hinstellen? Dann stell dich mal anders hin. Ist hier was? Nee. Es hat ja wirklich genau da angezeigt. Vielleicht genau hinter der Tür irgendwo. Guck mal, hier zeigt's nichts. Das ist hinter der Tür wahrscheinlich. Was? Oder? Warte. Oh. Über dir. Ah. Objekt in der Ecke? Hä? Na, geh mal hin. Ja. Funktioniert nicht. Das Dokument aber. Warte mal, sieht man da was? Kannst du es runterschießen? Nee. Wo war denn das? Ach, da. Das ist der Zettel, der da dran ist, oder was? Nein. Ist ja cool. Denkst du nicht? Kannst du dich zu dem Zettel noch ein bisschen mehr hindrehen? So? Nee. Hä? Wenn du direkt an den Fahrstuhl gehst? Einfach mal einen Schuss. Aber da ist ja nichts zum Schießen. Nee. Nö. Hey, das ist ja gerade ein bisschen. Eigentlich wollte ich ja gar nicht den Fahrstuhl, sondern halt das, was wir hier. Ah, vielleicht hast du jetzt auch oben irgendwas entdeckt, dass es oder doch drüber ist. Vielleicht hier im Gang links daneben. Ja, genau dahinter irgendwie. Ih, hörst du das? Oh, fuck. Ja, schön, wie wir uns wieder nicht zurückbewegen können beim Schießen. Mann, ich brauche immer noch einen neuen Controller, Freunde. Wieso greifen die eigentlich immer uns an? Das weiß ich nicht, aber lad mal lieber nach. Oh. Das ist furchtbar, oder? Oh, hier, oh, geil. Du hast plus ein grünes Kraut gekriegt. Geiles Kraut, ey. Vor allen Dingen, du auch so. Hast du das Geräusch gerade gehört? Und ich so, ja, hä? Und dann, ja, gut, gehen wir erstmal hier lang, ne? Oh, ah, nee, ist eine Steuerradtür. Was okay. Du dir alles so merken kannst. Na, Anker und Steuerrad haben wir jetzt. Ja, ich hab schon wieder alles vergessen. Was hat die von uns nochmal gesagt? Wer ist die hier eigentlich? Ich würde erstmal rumgucken. Steuerradschlüssel, sehr Nö, gut. Egal. Oh, wir sind hier mitten. Ist da eine Schreibmaschine? Nee, das ist. Oh, hier war was? Nee. Was? Nö, hier gibt's nichts zum Scannen. Aber Schrotmunition. Nee, ich meine, hier hinten liegt was. Boah, ich bin jetzt schon eine. Sorry. Bowfalle und noch eine Bowfalle. Ja, ja, immer viele Bowfallen ist immer sehr gut. Ach, hier, genau. Ah, hier, Customize Kit. Aber was hast du bekommen für welches? Spezialzubehör. Guck doch, naja, aber guck mal rein. Wie macht man mit das? Mit Select. Oh, scheiße. Genau. Heb die nochmal auf oder so. Ich kann die nicht aufheben. Parker, geh mal weg da. Aber guck dir wenigstens die Explosion an, wenn du schon bezahlt hast. So, drück mal Select. Erstmal sammle ich hier noch die Pistolenmunition auf. Genau, und da gehst du rechts. Rechts. Ist doch hier. Nee. Ist es das? Nee. Nochmal? War doch aber. Nein. Hier, Kiste mit Spezialzubehör. Aha, okay. Konnte ich jetzt aber nicht anklicken. Nee. Eins von 40? Was, wir können davon nur 40 tragen? Nur? Finde ich gut. Na gut, dann müssen wir halt anscheinend nochmal zu so einer Waffenkiste gehen. Na, wir haben jetzt auf jeden Fall diesen Steuerradschlüssel. Das heißt, wir können uns jetzt ein paar Räumchen aufschließen. Ah. Kartenleser. Wir haben jetzt ganz viele Sachen mit Kartenleser. Gefunden. Ja. Oh, Zettel. Muss ich jetzt? Jawohl, willst du lesen? Schiffsplan für Personal und Crew. Die Queen Zenobia ist ein Vergnügungskreuzschiff, das den Passagieren den Komfort eines Luxushotels bietet. Das Schiff bietet unseren Gästen viele verschiedene Dienste und Einrichtungen an. Als Repräsentant des Schiffes ist es ihre... Was? Ist es ihre Pflicht, mit allen Einrichtungen an Bord vertraut zu sein. Ah, die folgende Liste beschreibt einige der wichtigsten Einrichtungen dieses Schiffs. Lesen Sie sie bitte aufmerksam durch. Promenadenhalle. Auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometern. Metern? Was? Das ist hoch 2. Du hast gesagt Quadratkilometer. Quadratmetern. Oh, 1500 Quadratkilometer. Unser Schiff, das nimmt den ganzen Ozean ein. Es streckt sich über die Promenadenhalle des Schiffs über 3 Stockwerke und ist damit die größte ihrer Art auf der Welt.
Na super. Mhm. Eine Einrichtung ist auf dem gotischen Stil gehalten, mit Kronleuchtern an der Decke. Hä? Mit ihrer Schönheit und ihrem Stil kann sie sich den besten Opernhäusern messen. Mhm. Casino. Das Casino des Schiffs befindet sich neben der Promenadenhalle. Unsere Gäste erwartet hier alle Arten des Spielvergnügens, darunter Kartenspiele und Münzautomaten. Was immer die Gäste von einem Casino erwarten, finden sie hier 24 Stunden am Tag vor. Restaurants und Geschäfte. Die Promenadenhalle bietet Designerware und Markengeschäfte aus aller Welt. In unseren zahlreichen Restaurants und Bars können die Gäste entspannen. Auch Geschäfte für den täglichen Bedarf sind hier zu finden. Notfallkommunikationsraum. Neben der Promenade befindet sich ein Notfallkommunikationsraum, der im Notfall als Sicherheitspunkt genutzt werden kann. Die Crew kann den Raum auch nutzen, um Notsignale zu senden, falls nötig. Solarium. Von den Fenstern des Solariums aus überblickt man den größten Bootswimmingpool der Welt. Für viele unserer Passagiere ist dieser romantische Ort ein bevorzugtes Ziel. Halten Sie Ausschau nach Paaren, die sich außerhalb der Öffnungszeit hier schleichen. Eine Anleitung zum Spannern, oder was? Oh, Alter. Ich würde da auch mitmachen. Beim Spannern oder beim mit als Pärchen da sitzen und sich hinschleichen? Keine Ahnung, was du jetzt meinst. Legst du mir wieder Worte hier in den Mund vor? Hast du gerade gesagt, du würdest da auch mitmachen. Was? Bei was denn? Na ja, Roy. Na ja. Immer dasselbe mit diesen Kerlen. Immer dasselbe, genau. Aber was hast du denn für ein komisches Objekt an der Ecke entdeckt letztens? Ich hab keine Ahnung, aber wir können ja jetzt hier in den Raum rein. Was machst du jetzt bitte? Schauen wir doch mal, was wir hier entdeckt haben. Oh, da ist das runde Ding, womit wir das Teil kriegen. Oh, soll ich lesen? Nö, verworfene Nachricht. Oh Gott, bitte hilf mir. Das darf nicht wahr sein. Lass mich nicht in dieser Hölle sterben. Ich bin hier gefangen. Hier gibt es Monster. Echte Monster. Die Leute hier sind tot oder liegen im Sterben. Es gibt keine Überlebenden. Verdammt, das ist das Ende. Ja, das sind doch hoffnungsfrohe Nachrichten. Was? Hast du gerade gehört? Das war im Schrank. Bist du sicher? Ja. Hier ist ein Vieh. Ach nee, das war Parker. Ah doch, ich glaube hier im Schrank. Also sie guckt schon so. Und der Wie guckt sie? Du guckst ihr auf den Hinterkopf. Sie guckt jetzt schon so. Sie dreht ja den Kopf zu irgendwas. Aber jetzt merkst du, wie das Gamepad manchmal ein bisschen quietscht? Weißt du, und ja, so das knarrt. Das knarzt. Och nee. Soll ich lesen? Geschichte der Queen Zenobia. Los, abwechseln. Ach komm, nee. Das lesen wir nicht vor. Das Flaggschiff der Paraguas-Linie wurde 1978 gebaut. Das Innenleben wurde Schiffen aus den 1930ern nachempfunden, dem goldenen Zeitalter der Kreuzfahrtschiffe. Das Design basiert auf Entwürfen, die George Trevor vor seinem Verschwinden hinterließ. Zeitungen aus der Zeit, als das Schiff gebaut wurde, berichten von den Auszeichnungen, die das Design enthielt. Das Schiff ist nach Zenobia benannt, der Königin des Reichs Palmyra, die vom Römischen Reich enteignet wurde. Wie die namensgebende Schönheit der Legende wird auch das Schiff die Perle des Atlantiks genannt und ist bis heute eines der populärsten Kreuzfahrtschiffe, die im 20. Jahrhundert gebaut wurden. Als Flugreisen die Popularität langer Seereisen verkümmern ließen, schien in den 80ern die Queen Zenobia, wie auch ihr Schwesterschiff, reif für die Abwrackwerft. Zum Glück wurde sie von der Paraguas-Linie erworben. Ihre Dampfturbinen wurden durch ein elektrisches Dieselantriebswerk ersetzt. Laderaum und Kabinenbereich wurden vergrößert. Das Schiff mit neuester Technologie ausgestattet. Die Queen Zenobia wurde wiedergeboren als voll funktionstüchtiger Luxusliner. Nach der Restauration brach die Queen Zenobia auf zu einer Weltreise. Im Anschluss umschiffte sie Südamerika und erlebte viele weitere Fahrten. In Zukunft wird der Starthafen für ihre Afrika-Fahrten im Mittelmeer liegen. Die Queen Zenobia wird noch für viele Jahre für viele Jahre ihre Passagieren viel Freude bereiten. Die Geschichte der Queen Zenobia, Ausgabe von 1995.